Doppelkisten rein. Das heißt, wo? Drüben sind doch diese Doppelkisten. Wo drüben? Drüben bei dir in der Mine. In der Mine sind mehrere Doppelkisten. Da kannst du die ganze Scheiße reinschmeißen und zwischendurch, wenn wir wirklich mal was brauchen, können wir mal rüberkommen und das da holen, weil wir haben alle beide den Waypoint da. Ja. Wie kann man schnell alles aus einer Kiste rausholen, weiß das wer? Leertaste. Was bringt der Abyssal-Stone oder so? Von Railcraft? Weiß ich noch nicht, den haben wir aber auch schon gefunden. Haben wir eine Stelle gehabt, was für ein Stone? Den Abyssal. Den braucht man für den Ofen eigentlich. Braucht ihr noch von dem was? Haben wir relativ viel schon, soweit ich weiß. Er ist schön zum Bauen, finde ich. Der ist außerdem direkt, der ist direkt neben dem Punkt, wo wir den Waypoint haben. Also das ist relativ schnell geholt. Ah, okay. Also relativ unnütz jetzt. Kirschi? Zu dem Jahr. Hast du jetzt Lust, mir schnell alles zu helfen, hochzutragen? Ja, hau dran das Ding, dann kann ich zumindest erstmal mein Inventar leer hauen. Am meisten, das ist natürlich jetzt blöd, das genau jetzt zu machen. Es ist nicht blöd, weil dann kann ich schon mal mit dem Keller anfangen. Nein, aber... So, ich habe jetzt einfach alles reingeschmissen, was ich habe. Ja, sagen wir es so, man muss nur das System 10 Sekunden anhaben, dann kannst du schnell alles rausholen und fertig. Ja, meistens, du kannst wohl auch da rein mit Leertaste machen, ne? Das weißt du. So, ich... Sagen wir, die unten, die spezifischen Kisten lassen wir nochmal da. Das war's. Ist voll. Ist voll, die Speicher. 63 Typen sind drin. Das heißt, dann hol deine Sachen mal wieder raus. Pickaxe und so rausholen, ja. Und die Schwerter und alles. Erstmal gucken, wo denn alles ist. Mein Zweitschwert. Ich klau die auch mal schnell bis dann was raus, weil sonst läuft unser System leer. Scheiße, hier raus. Das hätten wir, wie gesagt, besser bei Nacht machen sollen. Aber okay. Bei Tag. Nee, das sind die Sachen, das wart. Dann musst du direkt die nächste machen. Ich schau gerade noch, ob ich irgendwelche Sachen raushol. Ja, den Stone-Ring kannst du draußen lassen. Und den Dreck. Den brauchen wir ja gleich wieder. Ich versuche gerade während des... Das war's mit Energie. Das heißt, wir brauchen theoretisch nur ein bisschen Holzkohle jetzt nachschieben. Nee, passt schon. Mehr überlegen, brauchen wir nicht. Konnte man den Output nicht ausschalten von der Battery Box, dass die wieder volllaufen kann? Hast du jetzt alle Kisten hier oben leer geräumt? Natürlich! Wir müssen die von hier oben runter haben. Nein, die müssen doch hier weg. Ja, aber dann mach doch erstmal unten, dann können wir den Keller schön bauen und dann kann ich die Kisten, ein paar Kisten unten hinsetzen. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch ein Storage. Die Kisten können doch besser weg und wir können alles direkt in Storage packen. Unten ist leer, wir bauen jetzt den Keller erstmal schön. Ist unten schon leer? Ja, alle außer die spezifischen Player-Kisten. Gut, die hauen wir nachher alle zusammen. Aber Fardolin seine ist leer, also wir können den Boden schön bauen. Ja gut, die war noch nicht leer. So, das Problem ist, wenn ich mich gerade nicht irre, ich hoffe, ich habe noch Stein jetzt da, weil ich habe, glaube ich, das Stein auch da reingeschmissen. Das meinte ich ja eben, du sollst den Stone nicht reinwerfen. Ja, ich habe noch mehr als genug Stone hier in der Kiste. Brauchen wir sowieso da drin im Lagersystem. Dann baue ich jetzt mal den Ofen ab, oder? Kannst du machen. So, damit ist der Boden zumindest schon mal durch. Weil ich finde den Ofen ja eigentlich ganz schön an dieser Stelle, bevor du jetzt weiter abbaust. Nein, weil das mit der Kiste blöd ist. Der muss eins noch nach oben. Ich finde beziehungsweise woanders hin, weil sonst geht es ja mit der Kiste zum Rausholen. Was ist denn, wenn du die Kiste nimmst und darunter einfach eine Buildcraft-Leitung in eine andere Kiste, beziehungsweise direkt ins ME-System eine Uplink gleich? Da brauchen wir eine Kiste zum da reinspeichern, dann müssen wir eine Holzpipe mit einer Engine hin tun, damit es in eine andere Kiste geht. Nein! Direkt man eine kann Kiste von einem dahin, Richter nicht in eine Pipe direkt importieren. Eine Kiste dahin und da dran an ME-Export. Ja, dann müssen wir erstmal ME-Sachen bauen, weil wir eh gerade keine Sachen haben. Ja, aber das kann doch dann ruhig noch so lange offen bleiben. Also ich finde die Stelle für den Ofen sehr gut hier.
Ich weiß ja nicht, wie du das findest. Ich finde das so als Tinkers Konstruktraum, finde ich den hier gar nicht mal so schlecht. Das wäre doch eigentlich eine Maßnahme. Du kannst mir natürlich jetzt mich belehren, aber... Oh. Nein, die Sache ist die, alles was ich hier, Gesundheit, okay, brenne, brauchen wir eigentlich nicht im MMI-System. Ich mache ja mit dem Ofen dann, wenn wir später Macerator und so haben und alles, werde ich mit dem hier eh keine Ohrs mehr brennen. Weil ich die Items, wo ich hier mache, eigentlich dann sofort brauche. Und deswegen ein System importieren und... Ja gut, dann wäre halt das andere Möglichkeit, wir schmeißen es einfach nur in den unteren Raum, wo dann nachher der Construction-Raum ist und du haust hier einfach nur alles rein, das wird hier gebrannt. Aber du brauchst dann ja, musst dann auch immer wieder hochrennen. Und unten, ne, kommt dann der Ausschuss raus, dann muss ich erstmal wieder unten hochrennen. Das sind halt die Sachen, die man jetzt bedenken muss. Ja gut, baut Ding ab. Also es... Wir haben zwar da noch ein bisschen Lava hin, aber ich würde den hier eins höher einfach nur setzen. Lava ist doch egal, die bleibt da drin. Ja, kannst du auch machen, dann setz den einen höher hier. Irgendwelche Einwände noch? Ja, ich. Ich finde den halt eingelassen schön, aber ist okay. Dann werde ich aber es, nachher was halt Schönes drum umbauen. Ja, dann baue ich da noch was anderes drum, ich habe schon eine Idee. So. Okay, ich muss mal eben ganz kurz dies hier einschalten. So, damit geht die Playlist wieder vorne los, passt. Eieieiei, ich hätte die vielleicht mal zwischendurch ausmachen sollen. Ich glaube, jetzt ist gerade mein Minecraft abgestürzt. Es hängt gerade. Ja. Ja, beende mal kurz die Aufnahme. Bis gleich. Bis gleich. Warte. Da sind wir wieder. Minecraft war abgestürzt und wir machen weiter. Alter. Nichts. Ah, wir können wieder einlagern. Nein, können wir nicht. Zu wenig Energie. Zu wenig Energie. Wir können gar nicht einlagern, wenn wir kein weiteres Speichermedium haben. Ja, was brauchst du noch für ein Speichermedium? Ich baue kein Speichermedium jetzt. Ja, dann baue ich jetzt ein Speichermedium. Was wolltest du haben? Die 4K, sagtest du? Ich brauche gar nichts. Ich baue gerade so meinen Thinker's Construct Raum. Achso. Gerade mal so hier. Ich verschönere das nachher dann. Ja, die Wände lasse ich gerade nur so, weil ich habe jetzt zum Beispiel oben eine Kiste weiter weg. Willst du den hier unten haben? Wie, was will ich haben? Was hier unten drin ist? Was ist das? Das ist ein Trichter. Das ist nur, weil der Übergang, da kommt dann schon noch was hin. Ich bin noch nicht so weit. Ich bräuchte von dir dann auch noch Stonebricks. Nein, das lässt du bitte so. Nein, das wird noch genau gemacht. Da habe ich nein, du lässt das nice bitte Idee so, wie es ist, weil ich das noch umbauen werde. Aber ich wollte das designtechnisch nachher machen. Der Ofen, was ringsrum um den Ofen ist, bleibt so. Ich wollte aber eine richtig schöne steinerne Hochlauf machen und so einen Scheiß. Nein, weil es noch umgebaut wird, lieber Kirschi, lass es einfach so. Oh Mann. Nur weil ich noch nicht ganz fertig bin, weil es mir derzeit die Ressourcen dazu fehlen, musst du nicht alles umbauen. Ich habe übrigens, ich nehme jetzt die Rüstung vom Livio. Hey. Deine Rüstung liegt bei deiner Kiste oben. Habe ich eine Kiste? Deine Kiste mit den Stonebricks. Ach, die Aussortierkiste. Okay. Die mit den Stonebricks, das ist nicht die Aussortierkiste. Ach, die. So ist das immer. Du kannst trotzdem mal langsam Backpacks bauen. Finde ich cool. Wenn ich mal dazu Zeit habe, werde ich das tun. Ja, ist ja gut. So, jetzt bin ich angekleidet. Ich bin bekleidet. Und jetzt brauche ich was zu essen. Nichts mehr zu essen. Ich habe alles in den Dingens geschossen. Bisschen Platz brauche ich. Übrigens habe ich so viele Erze im Inventar, nur so zur Info. Ja, warte ab, bis ich zurück bin. Und jetzt brauchen wir zu essen. Na cool. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich hasse das, wenn ich nicht sprinten kann. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man in Minecraft noch gar nicht sprinten konnte. Wo man 50 Millionen Jahre in eine Richtung gelaufen ist, weil man so verstreut gebaut hat früher.
So, auf unseren ersten Server erinnere ich mich dran. Da haben wir teilweise wirklich Bauprojekte 1000 Meter auseinander gebaut. Ich werde von irgendwo angesniped, aber ich weiß nicht von wo. Finde ich nicht so cool. Aber ich komme jetzt sowieso mal back. Mein Inventar ist nämlich voll. Ja, liegt's da, wo ich gesagt habe. Der Creep Capulator funktioniert bei den Rubberwoods nicht. Ich dachte immer, das geht. Mann, Mann, Mann. Trotzdem fehlt mir der Mod Mine Factory Reloaded. Auf jeden Fall. Ich hoffe, der kommt noch rein. Die Erze kommen hier rein. Jetzt. So, jetzt ging er wieder mit abbauen. Die Büsche auch. Müsste Büsche. Achso, ja. Kannst du auch dran da. Stimmt, wenn die Leaves weg sind, zählen die Rubberwoods ja nicht mehr als richtige Bäume oder wie war das? Deswegen funktioniert der Tree Capulator nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, ist so. Gibt da eigentlich noch eine schöne Axt, die ich schneller abbauen kann? Wo kommt Kohle und sowas rein? Kohle kommt derzeit. Kannst du da auch mal reinwerfen? Ich muss eh gerade alles neu umsortieren. Ich bin gerade überlegen, ob wir. Sollen wir die Rubberwood lieber umwandeln in. Wir haben genügend Holz, wir müssen das nicht umwandeln. Also wandle ich das, wenn dann in Dingens um. Okay. Wenn dann in Holzkohle, aber wir haben eigentlich noch genügend Holz zum Dings. Du weißt schon, dass wenn du Rubberwood brennst, dass da dann. Dschungel. Dschungelwood rauskommt, dann müsstest du nochmal brennen. Oder du haust es in den Extractor, dann kriegst du da Rubber raus. Dann mach doch lieber Rubber draus, oder? Ja, hab ich auch überlegt. So. So, das wäre das dann schon mal. Fehlt mir schon wieder Dirt. So, die Kiste weg. Die Fackel weg. Und dann sieht das hier schon annehmbar aus. Über deinen Kopf hinaus werde ich jetzt trotzdem mal einmal was verbrennen. Ja, und zwar Rubberwood ein Teil. Ich will nichts sagen, aber es ist sehr schlau, den Eingang zum Portal zuzubauen. Ja, das habe ich aber extra jetzt momentan gemacht, damit ich da erstmal umbauen kann, weil das Portal sieht, steht sowieso eigentlich beschissen an der Stelle. Kann man nichts gegen machen, ist so. So, übrigens, das ME-System läuft gerade mal wieder. Hey, das war meine Cola-Flasche hier. Naja. So, wie gesagt, ME-System ist gerade mal wieder an, wenn ihr was weghaben wollt. Nein. Ja, ich hasse das ME-System. So. Ein bisschen was reingefläzt. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Wieso tust du? Egal, mach was du meinst. Was denn? Ich kann doch besser ins ME-System schmeißen, was noch reingeht. Weil die Kiste ist muss aber weg. Eigentlich unnötig, wenn ich gerade alles nach unten verlagere, damit wir die im Systems noch verfügbar haben. Aber mach was du meinst. Wieso? Ein bisschen Rubberwood da rein und das Ding läuft da wieder. Das ist doch nicht so schlimm. Na, mach was du meinst. Wo wolltest du denn die Aussortierkiste haben? Mir relativ egal, weil ich gerade alles mal so reinschmeiß, dass einigermaßen hier noch. Gut, dann schmeiß ich einfach alles so rein. Meistens brauche ich Wood. Ja, viele Köche verderben den Brei. Ich weiß. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen weiter bauen. So. Okay, die sollten wir noch nicht zumachen.
Energie ist wieder aus. Ihr redet so viel. Das ist sehr praktisch, so für ein Let's Play. Ich konzentriere mich. Ich auch. Die Kunst bei einem Let's Play ist, sich zu konzentrieren und zu arbeiten. Ja, ich versuche hier unten einen Grad ein wenig Ordnung reinzubringen. Okay, mal gucken. Ich hau jetzt mal den Barrel hier weg, übrigens. Der wird ja sowieso gerade nicht gebraucht. Und ich glaube, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Hast du die Ranch irgendwo unten liegen oder habe ich den wirklich ins System geschmissen? Das ist ein Dings, Werkzeugtruhe drin. Dass wir hier jetzt alles mal abbauen. So, der muss ab, der muss weg. Und dann kommt der weg. Und dann dieser hier noch weg. Wenn oben jetzt ein bisschen Sand fehlt, das kann davon sein, weil ich gerade hier die Wände mache, gell? Das ist okay. Nee, nicht, dass du dich wunderst und gleich wieder Sand nachlegst, wenn ich gerade hier das... Ich bin so schlau und leg direkt Holz nach. Du kannst in dem Raum nämlich auch noch ein bisschen ausweiten. Wenn du willst, in eine Richtung. Nee, weil es sieht dann mit dem Table wieder blöd aus. Ich hab das schon... Ah, super, da kommt wieder Wasser. So, das sieht ja schon mal ganz annehmbar aus jetzt. Und dann kann ich mal gucken, dass ich langsam mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 war das doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meistens, wie gesagt, wirklich sehr leise gerade. Yeah. Ja, immer diese Let's Player, die sich konzentrieren müssen beim Zocken. Schrecklich. Ja. Dafür machen wir nicht so viele Fehler wie du. Seht eigentlich gerade nicht so, dass ich viele Fehler mache. Wir sind bei der momentanen Arbeit, die ich mache hier. So. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Und zwar, wenn ich das machen will, dass wir hier das Wasser abstoppen. Jetzt wird ein bisschen Unterwasserarbeiten sein müssen. Ich brauche einen Helm mit Unterwasseratmung auf jeden Fall für dieses Haus. Oh shit. Wenn du das wehe, du baust es jetzt so, dass überall im Wasser reinläuft, wenn ich jetzt wieder die Wand baue. Ich baue nichts ab, ich baue was dran, um ganz genau zu sein. Okay, gut. Ich muss nämlich den Bereich, wo wir die Rubberwoods haben, gerade unterbauen. Weil ich muss ja irgendwann mal das Dirt da wegmachen, wenn wir jetzt das Haus nach hinten hin ausweiten. Weil ich hätte gerne im hinteren Bereich die Treppe, die nachher in den Keller führt. Und dann hast du nämlich dann die Möglichkeit, dort auch den nächsten Raum zu bauen für irgendwas. Ich weiß noch nicht, was da hinkommt, weil ich ja... Oder wir bauen da wirklich dann den Dingensraum, den Electric-Raum. Habe ich auch eine gute Idee. Direkt unter das Wasser. Können übrigens auch irgendwo später mal gucken, ist hier Force Field drin? Weißt du das? Nein, das ist nicht. Ja, schade. Sonst hätte man nämlich damit Kuppeln machen können und dann später so gesehen Kuppeln unter Wasser herstellen können.